Ich fahre meistens mit dem Fahrrad, wenn das Wetter es zulässt. Berlin ist echt super, wobei man ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht zu doll abgelenkt wird und das Studieren ein bisschen vergisst. Morgens fahre ich natürlich mit der Straßenbahn, die am vollsten ist, wenn ich um 8 hier sein muss. Also es war natürlich erstmal schwer bzw. eine starke Umstellung, sich in Berlin überhaupt zurechtzufinden, weil es ist doch größer als mein Dorf, von dem ich stamme. Ich bin Shanti und ich studiere an der HWR Business Administration. Ich bin Georg Höcker und studiere hier in Berlin Maschinenbau. Also ich habe nach dualen Studiengängen gesucht und da ist mir die HWR gleich ins Auge gestochen. Man verdient sein erstes Geld, man hat die praktische Erfahrung und man hat ein Unternehmen an seiner Hand. Ich habe mich für die HWR entschieden, da die HWR ganz, ganz viele Partnerkooperationen mit Unis auf der ganzen Welt hat. Ich war für ein Semester in Hawaii und habe da an der Hawaii Pacific University dann studiert. Also im Labor zu arbeiten ist natürlich was Besonderes. Das ist einfach eine ganz andere Atmosphäre im Vergleich zum Vorlesungssaal. In meinem Studiengang muss man mindestens 2 Vorlesungen auf Englisch besuchen. Man kann aber noch viel mehr Veranstaltungen besuchen, wenn man vielleicht vorhat, später in einem internationalen Unternehmen zu arbeiten. Es ist halt quasi ein Klassenverband. Wir sind 23 Leute. Jeder kennt jeden. Mit den Professoren versteht man sich auch super. Und ja, es ist wirklich ein persönliches Verhältnis. Die HWR ist auf jeden Fall sehr international. Also wenn man in der Mensa sitzt und auf einmal der Tisch neben dir Englisch oder Spanisch spricht oder Japanisch, das kommt nicht selten vor. Die Hochschule hat ja auch eine angenehme Größe. Also man findet sich gut zurecht und man hat sich schon sehr schnell eingefunden.